Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Du, soll da ich mich war heute ich ja ärgern sogar oder dahin. was? Soll ich mich heute wirklich ärgern? Ja, du, die Österreicher ärgern sich und hier weint der Himmel über dieses unterirdische Ergebnis in Österreich. 29% Mehrheit in Österreich, ich werde wahnsinnig. Ja, 29 mal 2 ist 8 und wie viel? 50, 68, ne? Nee, 58. Hey, sogar nur 58. Oh Mann, was knapp über die Hälfte ist. Ja, 58. Ja, dann ist es ja nah an der Mehrheit, wenn man es nur verdoppelt. Ja. Wenn man es verdoppelt, dann könnte man eventuell eine Mehrheit erreicht haben, ja, und wenn man koalieren kann. Wenn man jemanden findet, wenn man zusammen auf 58. Aber koalieren kann man nicht, man kann nur kotzen. Ja, es sind, die wollen ja auch gar nicht koalieren, die wollen auch keine Demokratie. Dieser Treutler da, der hat ja ganz offen gesagt in seinem Beitrag, das war eine strategische Entscheidung. Ach, du meinst diesen alterssenilen Präsidenten in Erfurt da neulich? Ja. Genau, wo der Er hatte Verdienst der Führung. seine 2 Tage Weltberühmtheit hatte erlangt. Ja, Zwei auf jeden Fall. Tage. Also er ist durch damit, ne? Das muss man jetzt ja wirklich mal sagen. Ja, Ja, war ganz klar. Es war ein williges Werkzeug. Das kann man jetzt auch auf die Seite schieben. Haben die Nazis früher auch. Achso, nee, ich wollte ja die AfD nicht mit Nazis vergleichen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. nein, also. Nee, das ist auch gar nicht in Ordnung. Damit würden wir auch einen strategischen Fehler machen, sie immer nur als Nazis zu bezeichnen. Nein, das sind sie ja nicht. Nein, Sie nein. benutzen die Nur gleichen Höcke. Methoden, aber ja. Nur Höcke darf man so nennen. Ja. Ja. Aber Also. der hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Der Weiße Mohr, den haben sie aufs Schild gehoben in Sonneberg, wollen andere mit 100% der AfD-Mitglieder zum Landtagskandidaten gekürt worden war. Ja, Dann ja. haben sie ihn durchgehauen. Die Sonneberger haben ihm auch noch den Wahlkreis geschenkt. Das muss man sich ja auch überlegen. Da hatte er die Mehrheit gegenüber der CDU-Kandidatin. Hat er ja rumgefeixt, ja. Ja. Ein Arsch. Das Aber ist. Entschuldigung, Arsch darf man auch nicht sagen. Man darf nicht Nazi sagen, man darf nicht Arsch sagen, man darf gar nichts mehr sagen gegen diese Man darf, Leute. über die darfst du auf keinen Fall was sagen. Das sind Mimosen, wenn du was über die sagst. Ja. Dann sind die ja sowas von empfindlich. Aber selbst, ja, du siehst ja aus wie Walter Ulbricht, muss ich dir jetzt mal gesagt haben. Ja, Ne? ja. So Sprüche kommen dann. Ne? Naja, Das wollen sind ja halt die ganz Ernsthaften. Ja, wir. Naja. also das muss man dann auch wirklich, Politik darfst du nicht einfach so nebenbei und mit ein bisschen lustig und so und Schnottrigkeit, das ist nicht erlaubt, das muss man ernsthaft betreiben. Genau. Humorlosigkeit der Fundamentalisten, genauso wie bei den Muslimen, ja. Die Ja. kennen auch nur, ja. Ja, genau, das sind dieselbe Man darf Soße. nicht lachen, man darf nicht singen, man darf nicht tanzen. Von denen gibt es ja welche, die treffen sich gern mal mit, wie heißt dieser Syrer da? Nee, ich will den gar nicht nennen. Also, aber die lassen sich dann mit dem noch ablichten und das sind Ja. so richtige, ja, Migrantenfeinde, die dann darum bitten, dass man noch ein paar mehr schickt in Damaskus. Naja, ich will das Thema, glaube ich, verlassen. Also es gibt hier ernsthafte Bewegungen, die die Republik wirklich bewegen, wo Menschen auf der Straße sind, die für ihre Rechte eintreten, die darum kämpfen, nicht nur Sprüche machen, der Scholz müsste mal, sondern sich selber darum kümmern, dass die Löhne erhöht werden. Die IG Metall fordert gerade mal 7%. Ja, das kann man machen, das darf man auch fordern. Die IG Ist aber Metall. keine Schlagzeile wert. Nee, das braucht die Presse nicht zu berichten. Die Presse hat Wichtigeres zu berichten. Die Presse sagt dann heute Morgen wieder, die FPÖ hätte eine Mehrheit. Ich bin ja fast vom Sockel gefallen. 29% als Mehrheit. Dieses blöde Geplappere von Leuten, die wahrscheinlich die Journalistenschule noch nicht mal von außen gesehen Die haben, haben die. gar keine Schule gesehen, Rudi. Die haben nicht mal Mathe, gehabt. Die haben nicht mal Rechenunterricht gehabt. Ne? Doch, den 29. haben sie gehabt. Ja. Das ist traurig, dass solche Leute beim Deutschlandfunk dann berichten aus Wien. Ja. Die Statistik sagt, dass 4 von 3 nicht gut rechnen können. Ja, Ja.
Das mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, wir hatten ja gestern auch Menschen auf der Straße. Ja. Zwischen zwei Ortschaften wurde eine Menschenkette gebildet. Wir haben einige Initiativen hier in der Gegend, also in fast jedem Ort, eigentlich in jedem Ort gibt es eine Initiative für Vielfalt und Toleranz und so weiter, die sich gegen rechts aufbäumt. Die AfD ist ja auch hier ziemlich im Schwank, die hat hier auch die Mehrheit mit knapp 30% bei den Wahlergebnissen, ja, auch diese komische, tolle Mehrheit. Der Presse ist das allerdings nichts wert. Ja? Also nirgendwo, in keiner Zeitung findest du irgendwo auf Ja. der ersten Seite und noch auch nicht auf der ersten Seite des Lokalteiles, dass das stattgefunden hat, dass da ganz viele Menschen sich zusammengefunden haben und gegen rechts demonstrieren. Ja. Ja, das findet nicht Na, statt. naja, also da musst du dich ja nicht wundern. Also war letztens eine wunderschöne Recherche irgendwo auf irgendeinem Sender über die Eigner von solchen Wochenkäseblättern und die Redaktionen davon. Das sollten wir vielleicht auch mal einblenden, wie sich das, ich glaube, Böhmermann hat das gemacht. Wie sich das darstellt, das ist schon erschreckend. Ja. Ich habe Ja, die. der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, der heißt Mika Beuster, der ist bei der VRM und das ist quasi die Eigentümergeschichte, auch wo diese Blätter hier im Ort, ja, wo die dazugehören. Ja. Stattdessen findest du, statt der Menschenkette findest du, ach nö, das Ja will nicht ich sehen. dir nicht zeigen, doch hier. Die Kartoffelernte leicht gemacht. Naja, das ist doch was. Das ist. Darüber gibt es einen vier oder fünf Spaltern mit großem Bild. Ja, Ja, das toll. brauchen wir Aber noch. das ist halt Das. auch viel wichtiger als Ja. 29%, die als Mehrheit deklariert werden bei Ja. den Rechten. Ich habe Naja. heute mal in unserer Front, in unserer Überschriften, kein Urlaub in Österreich, Gott sei Dank gesetzt. Ich kann die Berge sowieso nicht ab. Ich fahre lieber ans Meer. Da ist eh schöner als bei Denne da oben in beim Juliu. Und ich habe mal Wilhelm Leuschner daneben gesetzt. Wilhelm Leuschner war jetzt jemand mit Rückgrat, den die Nazis auch umgebracht haben, weil es war ja ein Sozialdemokrat und Gewerkschafter. Haben wir sowieso zu viele davon. Ne? Das ist Ja, schon. hatten wir damals schon, sonst wären die 29% Nazis schon eher durchmarschiert. Leider hatten wir zu viele Sozis und zu viele Gewerkschafter, sodass sie das über Hindenburg nur hingekriegt haben. Ja, also ich finde, wir sollten ihm ein ehrendes Angedenken Erst auch gebrauchen. infolge des Attentats am 20. Juli dann verhaftet und gleich am nächsten Tag erhängt worden. Ja. Er hat ein großes Netzwerk aufgebaut, ohne dass der deutsche Widerstand, also auch das, was Stauffenberg und Co. oder veranstaltet haben, nicht hätten existieren können. Er war der Mann im Hintergrund mit Firmengeflecht und, der den Widerstand am Laufen gehalten hat, in weiten Teilen. Genau, und das war gut so. Und hier sieht man ihn ganz freundlich auf diesem Bild. Könnt ihr euch gucken, angucken bei unseren Ja, auf Jungs. Wanderurlaub, vielleicht sogar in Österreich. Ja, genau, vielleicht sogar in Österreich. Kann man ja prinzipiell auch machen, aber nicht unter Hickel, Kickel oder wie der Typ auch immer heißt. Da werden mich die Österreicher nicht sehen, wenn ich nicht muss. Da kann man ja kaum irgendwo hin mehr. Also die Nazis haben hier mit 29% in meiner Gegend schon die Mehrheit. Wo soll ich denn hin auswandern noch? Wo darf Ja. ich noch hin? Wo darf ich noch hin als Sozi? Naja, also wir sollten vielleicht mal anfangen, die Holländer, die Österreicher und so weiter mit einer Maut zu belegen. Das hatte ja schon Scheuer vorgeschlagen. So Ja, schlecht der war ist leider gescheitert. Scheuer ist leider gescheitert. Die Zwockelmaut kam ja nicht, Touristenflut. weil Europa was dagegen hatte. Ja. Diese Touristenflut von solchen Landsmannschaften ist ja fürchterlich. Alles, was bei uns durchfährt, die Holländer noch mit den Wohnwagen hinterher, die unsere Ja, Autobahnbrücken kaputt die waren fahren, alles ja, und kaputt. nichts dafür bezahlen. Nee, die Nichts, nicht bezahlen nicht. einen Cent. Die Ja. bezahlen gleich weg. Schlimm. Schlimm. Ja. Wirklich ganz schlimm. Ich glaube, zeitmäßig sind wir schon fast wieder durch, oder? Wir sind sowieso durch. Doch, Und ich draußen danke. regnet das. Also macht euren Kamin an. Feiert den Beginn des Herbstes, der wird sehr kalt werden, fürchte ich, politisch. Macht's gut. Bis morgen.